So, also ich bin von den zweiten Scientists for Future. Hast du überhaupt gehört, dass die ersten Scientists for Future euch unterstützen, so moralisch? Und die zweiten Scientists for Future, das ist eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin, eine Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit genauer genommen, und 23 weitere Professoren und Doktoren. Und die haben euch jetzt angeboten, 900 Milliarden Euro fürs Klima, das wäre schon mal was. Damit könnte man den Kohlestock 26 schaffen und noch einiges andere finanzieren. Ja? Und damit hätten wir, während Merkel bis jetzt ja nur 80 Milliarden angeboten hat, dieser Kohlestock 38, der kostet sie 80 Milliarden. Und das wäre euch ja zu wenig. Ne? 38 ist zu spät. Ja? Immer so früh wie möglich. Also, dass es 2050 oder 2038, dass diese Ziele gesetzt wurden, ist schon zu spät, weil wir haben ja schon einen Haufen in der Luft. Und wenn es so weitergeht und selbst wenn wir es 2050 oder 2038 ändern könnten, hätten wir immer noch Temperaturen davon tragend bleiben und das ist einfach. Deswegen haben die auch gesagt, wir würden den Kohlestopp 26 schaffen. Und vielleicht ein bisschen, komm noch ein Tick. Nee. So, und jetzt erkläre ich dir mal, wie die das Geld generieren wollen. Denn es handelt sich quasi darum, die Merkel sagt, ich habe kein Geld, Leute, seht hier, der Professor Sinn sagt gerade, kennst du Professor Sinn, der berühmteste Volkswirtschaftsprofessor in Deutschland, hat an der Uni München einen Vortrag gehalten, das war der Chef des IFO-Instituts, das ist so ein großes Wirtschaftsinstitut. Und der sagt ganz klar, Deutschland steht jetzt vor der Stagnation und Europa steht vor einem wirtschaftlichen Abschwung, weil nämlich bald die Transferunion kommt. Ich sag's mal ganz hart, wir müssen dann in Zukunft Italien, Griechenland und Spanien und vielleicht noch Portugal durchfüttern mit unseren Geldern. Und dadurch würde dann, und dann sagt Frau Merkel, ja, jetzt habe ich erst recht kein Geld mehr, also mache ich gar nichts beim Klima. Ja, das ist so die Haltung, genau. Und dieses neue Geld, das wird so gemacht, stell dir vor, da vorne ist jetzt meine Hausarztpraxis, mein Hausarzt, ne? Dann lädt der ein, kostenlos in Zukunft zu spaßmachenden Gesundheitskursen, Ernährungskursen, Sportkursen, kostenlose Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. So eine Art Gesundheitssportverein entsteht, Gesundheitsgemeinde. Und er versucht alles präventiv medizinisch dafür zu sorgen, dass ich zum Beispiel nie Krebs bekomme. Ja? Und wenn ich gesund bleibe, für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt der dann regelmäßig Geld ausgeschüttet. Und zwar nicht für mich als Kranken zu behandeln, sondern für die Gesundheit, die er mir geholfen hat, zu erhalten. Und das spart der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, also unverdächtig als Arzt, sagt, jedes Jahr können wir 70 Milliarden allein durch die Gesundheitsreform plus machen in Deutschland. Und wenn wir davon 95% ins Klima tun und dann noch die Ernährungsreform dazu nehmen, die Professoren haben 20 Reformen fertig, dann können wir es schaffen, in den nächsten 7 Jahren 900 Milliarden zu generieren, die fürs Klima verwendet werden können. Und dann macht Frau Merkel mit euch einen Handschlag und sagt, okay, von jeder Milliarde, die reinkommt durch die Reformen der Professoren, der ehemaligen Kollegin von mir, der ehemaligen Bundesministerin, für jede Milliarde, die reinkommt, verspreche ich euch, und die Journalisten müssen das dann kontrollieren und ihr müsst das kontrollieren und wir müssen das kontrollieren, gehen 95% ins Klima, in die Klimaziele. Und das ist der Plan. Das ist eigentlich schon der gesamte Plan. Das ist dieser sogenannte Klima-Wirtschaftswunderplan oder 900 Milliarden Euro, 7 Jahre Plan fürs Klima der zweiten Scientists for Future. Da ist halt das Problem, dass bei 900 Milliarden, das ist jetzt wieder so eine riesige Summe, und dann sagen die Leute, wir wollen das schaffen, und danach ist es, finde ich, wie mit dem Wohnungsbau in Berlin. Dann sagen die, wir wollen ein Haus mit 30.000 Leuten bauen, dann kommt die Regierung und sagt, also besser gesagt, da die Stadt und sagt, nee, das passt aber nicht, 25.000, und dann kommen auch die Leute, die das bauen sollen, und sagen, nee, nicht mal 25.000 schaffen wir in den 2 Jahren, nee, es werden nur 20 oder 19.000, und dann, wenn sich das wieder so runterregelt, sind wir eigentlich wieder am Anfang. Ja, aber der Unterschied ist jetzt, bei solchen Bauprojekten ist es so, dass die Leute ja nur vorhandenes Geld einsetzen können, um zu bauen. Und hier geht es darum, neues Geld zu generieren, also frisches Geld sozusagen, unverbrauchtes Geld.
Aber du hast natürlich recht. Das kann sein, dass die Frau Merkel anfängt zu tricksen und sagt, dass sie die Verluste, die sie dann vielleicht in Europa demnächst finanzieren muss, dass sie versucht, Gelder abzuzweigen in die Richtung. Aber das müssen wir dann, da müssen dann die Professoren sagen und ihr müsst dann heftig streiken, wenn die Journalisten zum Beispiel sagen, ja hoppla, Frau Merkel, Sie verwenden aber gar nicht alle Gelder fürs Klima, wie Sie versprochen haben. Das müssen wir natürlich kontrollieren. Wir sollten es versuchen, also wir sollten jeden Weg versuchen, der ansatzweise Sinn macht, aber wir sollten uns auch darauf einstellen, dass es halt sein kann, dass es halt nicht klappt, denn man braucht immer einen Plan B. Die Frage ist nur, wie lange Zeit haben wir noch, um den Plan B einzusetzen oder so, weil irgendwann bringt es tatsächlich auch leider nichts mehr. Und das, jetzt muss ich einen Wermutstropfen reinbringen. Gerade heute habe ich die Nachricht bekommen von den Professoren, weil die ja mit dem Professor sind, der gehört nicht zu den Professoren, aber in engem Kontakt stehen. Denn der hat im Prinzip denen geraten, sich ein armes Land der Erde zu nehmen. Zum Beispiel Italien hat im Moment Riesenprobleme, ja. Und denen aus der Armut rauszuhelfen, die würden sich dann aber leider wieder nicht fürs Klima interessieren. Ja? Denen wäre das Klima wieder relativ wurscht. Die wollen erstmal ihre Armut bekämpfen. Ja, denn es sind ja 900 Milliarden in 7 Jahren ist ja nur eine begrenzte Summe, die man erwirtschaften kann. Danach geht es zwar immer weiter, Jahr für Jahr, aber Deutschland ist reich genug, dass wir die 900 Milliarden wirklich zu 95% ins Klima stecken könnten. Italien ist nicht reich genug dafür. Das ist das Problem. Aber trotzdem, also ich habe gerade eben, haben mich die jungen Leute vorne angesprochen. Ich habe denen gesagt, nochmal, sie sollen doch mal nochmal einen Termin machen und so. Ich würde dann versuchen, einen der Professoren dazu zu kriegen, dass sie euch das nochmal alles erklären. Also dann schließe ich mal ab das Interview. Also ich habe es so verstanden, du fandest dass man diesen Plan zumindest gründlich diskutieren und in Erwägung ziehen sollte. Warst du auch dieser Meinung? Ja, der Meinung war ich auch. Ich finde halt auch die Länder, die halt stark genug sind, sowas zu leisten, also Deutschland und jetzt natürlich England lässt jetzt ein bisschen nach mit dem Brexit, aber die Länder, die es sich leisten können, zumindest etwas da rein zu tun, die sollten das tun. Und wenn jetzt Griechenland, Italien oder andere Länder, die gerade finanzschwach sind, die sollten sich dann erstmal darum kümmern, natürlich, dass sie stärker werden, aber das heißt nicht, dass sie es vernachlässigen sollten. Und es gibt zwar noch andere reiche Länder wie Norwegen und so weiter, aber die nur deswegen reich sind, weil sie Öl verkaufen. Weil sie CO2 ausstoßen, im Prinzip. Aber Deutschland ist das einzige Land, das auch unabhängig von CO2 reich ist in Europa. Und deswegen muss es eigentlich Deutschland machen. Das ist meine Meinung. Ja, meine auch. Also ändern, was geht. Alles klar, dann danke ich fürs Interview. Und guck's dir an im Internet.